Na, ihr Sch... Hungriger Hugo, habe diesem Rentner 800 Euro donatet. Schauen wir mal rein. Schlafmützen, hier ist Hungriger Hugo. Ich bin aus dem Urlaub zurück und habe gute Neuigkeiten. Das neue Video ist fertig. Ihr könnt jetzt alle aufwachen und drauf reagieren. Wacht auf. Aufstehen, ihr Fassen! Okay, hat niemand vermisst, oder? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Mann! Was ist denn das, Alter? Was läuft? Läuft, willkommen zum nächsten Video. Ich möchte nicht mehr bei irgendwelchen Clip-Compilations zu sehen sein. Kevin hat gesagt, er ist komplett raus. Okay, schade. Aber mein Lieblingsstreamer sieht das bestimmt anders. Hungriger Hugo, fetter Hugo, kleiner Schmerz-Hugo und wie die Idioten alle heißen. Es reicht jetzt mal mit Highlight-Clips. Hugo, lass es. Und hör auf, dich selbst zu promoten, du selbstverliebtes Arschloch. Noch ein paar andere sagen, sie wären raus. Würde ich auch sagen, ich bin raus. Stellt euch vor, Hungriger Hugo muss normal arbeiten. Der Loser. Hey, Hungriger Hugo, alter Hodenkobold. 100 gegiftete Schaps. Kuss. Okay, so sieht Dankbarkeit aus. Kann aber noch nicht alles gewesen sein. Hey! Du bist ein bisschen im Vollzug. Danke dir, Hungriger Hugo. Kuss. Reicht. Danke dir, Bruder. Okay. Da nochmal schön reinkriechen ins Arschloch. Kuss, Digga. So, jetzt nach erfolgreicher Überweisung des Schutzgelds endlich wieder Monteclips benutzen. Moin. Das hat Monte doch gesagt, genau das will er, die Gaming-Clips. Angespuckt. Ich glaube, ich habe das letzte Mal in den Wald geschissen, da war ich 9 oder 10. Es ging einfach nicht, Digga. Ich habe es nicht ausgehalten. Wie der Hund mich angeguckt hat. Entbannungsanträge mit echten Vollprofis. Zeig mal. Tut mir leid, ich habe so Spaß gesagt. Ja, der ist ja auch nicht so schlimm, Mann. Ja, finde ich. Sexismus im Chat erwünscht. Oh ja, Baby. Was macht man? Sorry. Ja, was soll ich da sagen? Aufheben. Da steht aufheben. Er hat mich ja nicht beleidigt. Wer würde eher mit demselben Geschlecht was anfangen? Jappi. Ich glaube, wir tun den Hund lieber raus. Nein! Warum? Auf das Tier zu quälen und es auszuschließen. Wieso auszuschließen? Du gehörst jetzt mit. Ah, Hungriger Hugo jetzt nicht nur noch Stream-Highlights, sondern auch einfach aus anderen Videos klauen. Alright, Bruder. Ich würde einfach sagen, schickt doch einfach alle YouTuber, am besten sollen sie alle ihre Vlog-Dateien vorher zu Hungriger Hugo schicken, damit der Bro am besten gar nichts mehr macht. Wobei, es ist immer noch besser, als wenn Hungriger Hugo selber vor der Kamera sitzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Besser, er nutzt den Content von anderen, bevor wir wieder hier sowas sehen müssen. Ne? Also das ist schon besser, glaube ich, so. Ja, das ist schon besser so. Okay. Auf das Tier zu quälen und es auszuschließen. Wieso auszuschließen? Du gehörst jetzt mit dazu. Ich habe Angst, dass der nachher unseren Turm umwirft. Dann lass es einfach geschehen. Gegen das steigende Hochwasser. Ja, das hier hört sich jetzt falsch an. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Also, Digga, das ist absolut drüber. Ist halt absolut nicht witzig, Bro. Also ist halt absolut beschissen, Mann. Ist halt wirklich ein beschissener Joke, Digga. Ist halt wirklich, also, Digga, das ist ja wirklich, das ist halt einfach absolut beschissen. Also, das ist halt einfach absolut bekackt. Das ist halt wirklich nicht funny, Mann. Das ist halt absolut beschissen, Mann. What the fuck? Wie kann man so fucking stupid und
dumm unlustig sein. Holy shit, Mann. Junge, auch sonst so geht's, tanzt sie super. Zeig endlich deine gigantische Fleischpaste. Er kann hart wissen, Duck. Diese Lostness war fake. Wenn das nicht gespielt ist, bin ich ein Hurensohn. Entferne mal den Fusel auf deiner rechten Schulter. Nein, es ging mir halt einfach nur um den Joke an sich. Hä? Hast du mich getrollt? Da ist ja gar nichts. Scheiß Situation. Ich bin jetzt live gekommen und ich habe völlig vergessen, dass meine Mutter ja heute kommen will. Und die ist gerade auf dem Weg hierher. Und ist in... Eine Person war beim Trimax-Event besonders sass. Der kann's auch so machen. Und nein, es war nicht Trimax selbst. Es war dieser junge Herr. In die Küche. Das ist Trimax Cutter. Und zwar nach hier. Und zwar nach hier vorne. Hier versammeln. Oh, guck mal da rechts. Jetzt beim Stehen. Oh, Maschallah, Digga. Boah, die ist geil, Digga. Aber nicht nur der Kameramann war heftig, sondern auch die sportliche Leistung beim Event. Junge, was macht ihr da? Romatra, verpiss dich vom Feld und mach Platz für einen wahren Sportler. Vor allem Romatra hat einfach 20 Körbe gemacht am Stück. Ist das Bodyshaming? Schon irgendwie, oder? Nein. Absolut doch. Ich liebe doch deinen Astralkörper. What's a nice try, man. Danke, Mann. Wir wetten um 3 Schläge. Wer gewonnen hat, darf den anderen boxen 3-mal. So fest, wie man will. Fest, wie man will, okay. Here we come, here we go. We got it. Haben Sie 10 Minuten Zeit? Dann würde ich mir die gerne nehmen, um mit Ihnen über Ihren aktuellen Versicherungsschutz zu sprechen. Junge, what the fuck? Die Cam wackelt, ja, weil ich mit meinem Bein wackel. Und dann wackelt. Hier wackelt doch gar nichts, Digga. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du hast gerade einen Schlaganfall, das ist das Problem. Hier wackelt gar nichts, Digga. Oder läuft deine fette Mutter gerade die Treppen bei mir hoch? Moin. Also. Das Video holt mich halt absolut gar nicht ab, wa? Scheiße, Mann, hoffentlich passiert mir das nicht. No joke. Also, Hugo hatte jetzt eine lange Pause. Hugo hatte jetzt irgendwie 1 Monat Pause. Und ich mache ja auch jetzt 1 Monat Pause. Stellt euch mal vor, ich komme einfach zurück und bin beschissener als jetzt schon. So wie Hugo, what the fuck? Junge, habe ich mich gerade mit meinem Döner gekratzt? Eli, wir machen jetzt Folgendes. Wie man sein Geld verliert mit Monte. Das neue FIFA. Ja. Ja. Hallo. Ja. Muss ich kurz überlegen. Eine Woche nach offiziellen Release machen wir ein Match. Ja. Pro Tor um 500 Euro. Hä? Okay. Klapp, Freunde, klapp. Take my hand to the flame. Ist Eli wirklich E-Sport-like? Ey, Monte, gib mir mal kurz das Ladekabel. Was ist das? Ja. I wanna chain you up. Ja, können wir noch spielen. Nachdem ich Sascha als Lauch beleidigt hat. Hugo, Kuss geht raus, Mann. Wirklich korrekt von dir, Bruder. Hugo, weißt du, man weiß nicht, wie du aussiehst, aber ich glaube, du bist so 1,78 Meter groß, hast so lange Haare, so richtig fettige Haare. So, du könntest locker in der Rockband spielen. Du hast auch so ein altes T-Shirt an von so einer Rockband, aber nicht die cool sind, sondern da, wo man sich schon fragt, oh, was ist da los, warum ist so hauteng? Dann hast du so eine Skinny Jeans, viel zu eng, holy shit, viel zu eng und das T-Shirt steckt drin und damit gehst du zu einem FSJ, sag ich.
kann man sich denn so fühlen? Folgt mir auf Insta. Der hebt ab. Ja, der hebt ab. Okay, bin schon ein bisschen abgehoben, aber nicht so krass wie du, der keinen Bezug mehr zu Geld hat. Sascha. Abhängig von Glücksspielautomaten. Sie fressen sein ganzes Geld. Er erlebt die miesen Seiten des Spielens. Geld verlieren. Immer weniger am normalen Leben teilnehmen. Familie und Freunde enttäuschen. Schuldenberge. Du bist ja schon in der Spielsucht drin. Hast du dich ja schon verschuldet? Ja, ich hab mich schon verschuldet. Sonst spült sich der Hund, Junge. Soll ich dir mal vielleicht einen guten Suchtberater stellen? Ja, bitte. Ja, brauchst du den. Also... hat mich jetzt wirklich einfach echt nicht abgeholt, muss ich sagen. War jetzt, also, keine Ahnung, Chat, ich weiß nicht, wie ihr es seht, also war jetzt nicht meins, ne? Früher mehr gelacht, muss ich ehrlich sagen. Früher war schon lustiger, kann man nicht anders sagen. Ist jetzt nicht mein Film, ne? Also, war jetzt nicht, mein Film.